Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der LS17 Ravenport. Ich habe während dem letzten Video und diesem Video unsere Wiese da fertig gemäht. Ist nachher noch schnell gegangen. Wie schnell kann ich gar nicht sagen, aber ich sage mal 20 Minuten maximal, was ich noch gebraucht habe. Und jetzt werden wir runterfahren zum Händler und kaufen einen Spater, einen Frontloader, eine Ballengabel und mehr kann ich dabei glaube ich nicht aufnehmen. Nur wenn nicht, oder? Passt. Gut. Kommt ja keiner. Ah. Ich kann nur in den Seitenspiegel reinschauen. Zurückschauen, so. Gut, gut, gut. Das ist sehr schön. So, da links habe ich auch alles abgemäht. Soweit es halt mir gehört bis zu dem Weg da. Hat Spaß gemacht. War schöne Aussicht. Und der Mac, da gefällt's mir. Ich muss jetzt nachher nur noch kurz schauen, wie es ausschaut. Bei meinem Acker mit Unkraut. Hoffe, dass wir nichts haben. Dann spare ich mich noch für eine Kur, die Spritzen nämlich. Wir haben nämlich beim letzten Mal schon einmal durchgerechnet, was wir alles brauchen. Und wir haben zwar 1,2 Mille gehabt, haben jetzt nur noch 320. Wir haben auch ziemlich viel zum Kaufen. Also der Schwader wird jetzt gekauft, der Frontloader mit Ballengabel, die Ballenmaschine, ich weiß nicht, soll ich es kaufen, soll ich es nicht, ich weiß noch nicht. Ich brauche nachher noch einen Hänger, ich muss noch ein Silo kaufen, einen Unterstellplatz muss ich kaufen. Was habe ich noch gesagt? Drescher, ja, brauchen früher oder später. Die holt von der Mieten nichts. Eieiei. Das Blöde ist, wenn ich von Hafe, ich weiß es nämlich noch nicht. Kein Stroh ablegen kann, dass ich nachher für die Pferde ein Stroh kaufen kann auch. Oder ich setze inzwischen was anderes ein, weil ich nachher ein Stroh ablage, was, das ich sicher habe. Aber erst wenn ich das nachher fertig habe, beziehungsweise wenn ich alle Sachen habe für die Pferde, habe ich mir erst einen Stall kaufen. Weil es also Blödsinn. Aber laut vergessen schon, ob er kommt. So, passt. Dann. Schauen wir mal ins Geschäft rein. Das ist falsch da. Wir brauchen einen Frontloader.
heute ein Tor erlangen. Ist für größer als 150. Ich glaube, der da ist es, oder? Einzig ist. Sag, da muss größer sein, wenn 90 PS. Bei dem ist der Traktor größer sein, wie 150 PS. Na, der da, der muss er sein. Okay. Farbe. Na, lass mal das Grau, das gefällt mir eigentlich am besten. Kaufen. Ja, okay. Dann brauchen wir noch eine Ballengabel. Aber da nicht andere. Also wir haben da eine mit zwei Spieß. Hat meine mit drei Spieß, aber ich weiß nicht, ob der kompatibel ist. L219 C232. Den nehmen wir so, was da ist. Jo. Offen. Ja. Okay. Passt, damit haben wir das auch zurück. Und dann fällt nur noch da. Da haben wir gesagt, nehmen wir den da. 30.000 mit 9,3 Meter, das passt. Das funktioniert. So. Laufen. Okay. Okay, passt. Die Aufnahme läuft noch. So, und zurück. Zurück. 36 habe ich ausgegeben. Da drum steht alles. Einmal kurz speichern. So, passt. Schaut, der Zug fährt schon wieder vorbei. Go. So, da fahren wir da hinten nochmal zuerst zu. So. Sehr gut. So, da. Luft. Muss ich mal kurz von draußen an, wie es alles ausschaut. Sehr gut. Passt. So. Passt. Ich werde eine Ansicht machen und dann fahren wir. Schon wieder vergessen, schauen, ob ein Auto kommt. Ist aus? Ich glaube. Aber jetzt war mir ein bisschen eine geschnitten bei dem Auto. Aber ich glaube, er hat es mir nicht übergenommen. Dadurch, dass er schneller vor wie er.
Sehr schön. So, da. Ja. Ansonsten habe ich zurzeit leider nicht viel zu zeigen. Weil mir noch nach wie vor in der Vorproduktion befindet. Deswegen ist inzwischen nicht viel was passiert, beziehungsweise habe ich auch keine Kommentare. Bis Hobby rein kann. Moment kurz. So, geht schon weiter. Ich hab nur kurz noch meinen Hund schauen müssen. Nämlich so auch hier, das hat er gerade gespielt. Hat mich getäuscht, er hat mich getäuscht. So, da. Das haben wir ja schon. So, wie aber jetzt von oben die Ansicht genießen. So, das ist so. So. Bam, bam, bam. Schwertertest ausklappen. Das war wieder sehr intelligent. Zwar sind wir vertauscht. Über zum 17er. So. Ich will zuerst das da anscheinend auf meinen Seiten mitsuchen. So. Passt. Kreis. So. So. Hoppala. Zum Stein. So. Okay. Ich hoffe, der funktioniert so. Das ist jetzt Humble. So. Da.
denke mal, mit dem Schwader geht das jetzt ziemlich hocki-zocki again. So, Moment kurz. Schauen schnell, wie schaut unser Feld aus? Noch im Wachstum, das passt sehr gut. Das tun wir mal kurz weg. Hat nichts, das ist mehr gerade nicht. Okay, es muss noch ein gepflückter werden. Okay, das tue ich mal weg. Unkraut ist nichts und Kalk benötigt es gerade auch nicht. Passt. Das ist schon der letzten Wachstumsstufen, das heißt, ich kann nichts machen. Okay. Ja, passt. Das heißt, das wird jetzt noch so sein, dass ich, abgesehen von den Ballen dort machen, irgendwie schauen muss, dass ich mein Feld abernten kann. Ich muss ein Silo besorgen, wo ich nachher das auch eine tun kann. Abloggen. Dann brauche ich sowieso die Halle, was ich gesagt habe noch. Da kann ich zum einen die Gerätschaften rein tun, der Ball, was ich habe. Zum anderen die Ballen. Was brauche ich noch? Also ein Hänger. Ich hoffe, dass der Zug jetzt nicht kommt. Das ist nicht gerade gelungen oder nicht gerade schön geworden, aber ich will schon kriegen. Schon nämlich immer diese. Wenn ich ernten tue, beziehungsweise irgendwie der Groß oder irgendwas mache, alles habe ich eigentlich immer. Dass ja nichts verloren geht. Alles, was verloren geht, ist schon drum. Vor allem beim Beginn jetzt. Braucht man alles, was man kriegen kann. So. Da können wir schon ein bisschen was zusammen. Und vorher nachher. Das Gute ist, verkaufen muss es nicht. Aber das Gute ist, dass ich es gekauft habe. Ich brauche sowieso immer wieder. Die Großflächen mähen. Und auch ich so oder so das immer und jederzeit.
da wären auch halt nicht schlecht, die Bahnmaschine zu haben mit der Funktion vom Wickeln. Dann kann ich es direkt als Silage verkaufen. Das hat einen besseren Preis, normalerweise, was ich noch weiß, als wie. Als wie das lose Gras bzw. Die falsche Taste. Komm. Jetzt könnte man nämlich gerade mal schauen, mal kurz. Ich bin nämlich gerade neugierig, wie die Preise da sind. Da sind wir daheim. Das ist Heu. Genau bei der Dings. 117. Das wäre Silage. 178. Das heißt, um gut 160 Euro kriege ich mehr. Und Gras und Dings ist nix. Nein, fast nichts. Also in dem sind 16, wenn ich da noch eine Silage mache, ist es eigentlich besser, lukrativer. So. Die Raben sind da wieder am Feld. Ich bin neugierig, wie viel Heuballen wir zusammenkriegen. Quaderballen. Quaderballen. Zu fast sagen. Wir wollen eine Quaderballen haben. Wenn wir sowieso nachher einen Pferdestall haben, wenn ich die Quaderballen habe, was kaufen zum Einstreuen. Das, was ich da im Gedanken habe, das ist, sage ich gleich, das da. Nein, das oder das oder das. Und von der, ich glaube, das da. Also, jetzt stoppen wir noch. Da, der da. Und dann kann ich auch koppeln an mein Dings und der hat da ein Ballenkabel auch drinnen, fällt mir gerade ein.
Ja, die anderen kann ich nachher verkaufen, wenn es soweit ist. Dort den nachher würde ich gerne kaufen, wenn es soweit ist. Aber erst wenn es soweit ist, wenn ich einen Kursstau habe. Inzwischen hoffe ich, dass ich ein bisschen Gold wieder reinbringe. Mit der Hilfe von Missionen. So, das haben wir gleich. Eigentlich könnt ihr inzwischen auf dem Tag die andere Bereifung auf. So schaut er doch ein bisschen witzig aus. Was? LVA hat die Arbeit erfolgreich beendet? Ach so. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Ich wollte eigentlich den Hauch tun. Die Tasten darüber, das für Helfer belegen. Oder die Belegung von Helfer. Das Gute ist, je länger das alles dauert, eigentlich mit dem Pferdestall, Wirtschaftsgebäude, Bahnhaus und so weiter, umso länger habe ich da Grünfläche zum Mähen, Silage, Gras und so weiter und so weiter machen kann. So. Zog sich da schon seine Kreise. Ist der Hund? Sicht nicht. Übrigens soll ich mir einen Hund dazu legen. Erfolg kann ich ja nicht machen mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Beziehungsweise das Spulen, was es hat oder sollte haben, funktioniert, was ich so mitgekriegt habe, auch noch nicht so recht.
Meine Güte. Haben wir kurz einen Gedanke versunken, dass ich die öfter schon wieder liegen. Hey Homers, dann muss ich mich entscheiden. Zwecks Bahnmaschine kaufen oder nicht? Wir noch nämlich auch noch weiterhin die Weltbahn machen. Ich brauche sowieso noch immer wieder für die Pferde. Andererseits, wie öfters glaube ich, Zillerballen machen als wie die Heuballen. Das glaube ich jetzt echt nur mal mieten. Muss mir das überhaupt anschauen, der Wachstum von der Wiesen, wie schnell der vonstatten geht. Mit dem was, wie oft baue ich hin. Normalerweise mache ich immer so, dass ich einen Acker kaufe und draußen Wiesen mache. Nur für Osman, um der BGA abzulohnen. In dem Fall ist es ein bisschen scheiße, da hier im 19er muss man die BGA als Grundstück erst kaufen, dass man die BGA verwenden kann. So war halt mein letzter Stand, was ich noch weiß. Das könnten wir aber jetzt doch schnell nachvollziehen. Sicher gleich. Ansonsten könnt ihr halt selber auch noch einen Silagebunker machen, einen Flachbunker. Der braucht wieder Platz. Das mit Großflächen weg. Passt. So, da. Wo haben wir die BGA? BGA. BGA. Was sind die BGA? Die Händler. So, Bau ist auf der Karte, also Kartenübersicht. Die BGA. Ist das? Jo, das ist sie. Und wenn ich da jetzt auf Land gehe, dann ist er das 770.000. Das müsste ich zuerst kaufen, was ich noch was, damit ich die BGA verwenden kann. Ne. Deswegen machen wir lieber eine Silo-Ball noch, wenn es soweit ist. Aber jetzt schauen wir mal den da weg.
So. Jetzt fahren wir wieder runter zum Hof. Dann holen wir die Ballenmaschine, die tun wir jetzt mieten. Und dann gehen wir eine Halle bauen, wo ich die alle eine tun kann. So. Was ist denn da hinten nochmal überhaupt? Schauen wir mal kurz auf. Wäre gerade Magier. Schaut nicht so aus, als wenn das irgendwas wäre. Oder irgendwas, wo ihr was machen könnt. Okay. Also ich finde super, da fährt ja fast kein Auto. Scheiße. Ach. Ich hoffe, dass ich noch aufgehen, bevor ich komme. Sehr schön. Die Reifen werden wir jetzt umbauen. Weil so schnell brauche ich keine Pflegebereifen mehr. Düngen muss ich erst nachher wieder. Ja, knapp Flug brauche ich ja. Das Pflügen. Ja. Diese weite Schrecken da auf und nieder. Aber ich habe selber die vorherigen Video gesagt, bei einem von der. Jetzt beim Anfang muss ich öfters auf und nieder fahren, weil ich da noch Geräte kaufe. Weil irgendwie da nicht so weit, wo ich lang nichts kaufe. Da brauche ich es dann nicht. So. Bin ich da richtig? Ja, so ja. Wohl da hinten unten ist das. Oh. Ich will konfigurieren. Ja. Tipp, tipp. Mit was mache ich das jetzt wieder? Lenki. Okay. So, da. Ich will konfigurieren. Und zwar die Reifen. Na. Ne. Ne. Der Reifen. Standard. Konfigurieren. Ja. Das kostet mir gar nichts.
Super. Das ist aber auch gehängt. Da schaut der Traktor ja wieder wie ein Traktor aus. So, passt. Den stellen wir dann da her. Und dann hüpfen wir ins Geschäft. Und wo, Ballentechnik. Was macht der? Rundballen oder nicht? Lass mal alles keine Ruhe. Ballbelt. Ballender Gurt. Hä? So, dass das nirgends. Steht. Handliche Ballen. 49.000 wäre nicht viel. Ja, haben wir gesagt, ist das, gell? Der wirft sich ja keine Rundballen aus. Und die Quaderballen. Ja. Und tun wir den mieten. Ja, okay. Zurück, zurück, zurück. Und da steht er ja schon. Sehr schön. Passt. Aber liebe Leute, das war's für heute. Das heißt, die Ballen werden wir im nächsten Video pressen. Und dann werden wir noch eine Halle besorgen, also in die Halle rammen. Und, und. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Beziehungsweise schönen Abend. Ciao, ciao.